Ja, Mahlzeit, Leute. Schön, dass ihr da seid. Was hat dieses Buch mit dem Tankdeckel zu tun? Das ist das Buch, ja, Handbuch zur Abgasuntersuchung und das ist ein Tankdeckel. Und zwar ist es nämlich so, dass wir mit einem defekten Tankdeckel unter Umständen keine Hauptuntersuchung kriegen. Wusste ich vorher auch nicht, habe ich nur durch dieses Buch erfahren. Ein Freund von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht und ich dachte, ich zeige euch mal die Passage, in der wirklich drin steht, dass wir damit, wenn es defekt ist, keinen TÜV kriegen. Und zwar sieht es nämlich so aus. Ich mache mal hier das Büchlein offen und dann haben wir so im Bereich sonstige abgasrelevante Komponenten. Und zwar steht hier folgender Satz. Eine Tankleckdiagnose wie bei der USOBD2 wird im Rahmen der EOBD nicht gefordert. Lediglich die Unverlierbarkeit des Tankdeckels muss der Hersteller gewährleisten. Dies kann über eine elektrische Überwachung oder durch ein Sicherungsband geschehen. Heißt im Umkehrschluss, ist das Sicherungsband defekt, ist die Unverlierbarkeit des Tankdeckels nicht mehr gewährleistet und somit ein, ja, Mangel. Inwieweit das natürlich so ein Sachverständiger prüft, ist die andere Sache, aber theoretisch ist es ein Mangel, der abgasrelevant ist und ohne bestandene Abgasuntersuchung kriegen wir keine Hauptuntersuchung. Daher werden wir den einmal tauschen, weil nämlich der aktuelle Tankdeckel kein Sicherungsbändchen mehr hat. So, wir öffnen den Tankdeckel und hier sehen wir schon, dass das Bändchen gerissen ist. Aber das ist alles ziemlich dreckig noch hier drin. Ich würde sagen, erstmal, solange der Tankdeckel noch drauf ist, reinigen wir einmal die Mulde hier drin. So, dafür nehmen wir einmal unser Green Star und sprühen das alles hier einmal schön ein. Lassen es einmal kurz einwirken. So, und dann nehmen wir uns einen Lappen, der eh schon dreckig ist, und machen das hier einmal sauber. Den Tankdeckel einmal auch von innen. So, und schon sieht das doch alles viel besser aus. Dann nehmen wir einfach den Tankdeckel, schrauben den einmal hier raus. Gehen jetzt noch einmal mit dem Lappen hier schön komplett drumrum. So, und dann müssen wir das Bändchen hier auch noch irgendwie ausbauen. Das ist nämlich hier oben eingeklipst. Versuche euch das mal ein bisschen besser zu zeigen. So, und das Bändchen müssen wir jetzt einmal rausklipsen. Ich versuche jetzt mal mit dem Schraubendreher von oben nach unten raus und dann können wir den neuen einbauen. So, jetzt haben wir einmal das Bändchen abgemacht. Zur Sicherheit stecke ich einmal was in den Tankdeckel, nicht, dass uns da gleich was reinfällt. So, und der Pinöppel ist raus. So, an die gleiche Stelle stecken wir den jetzt wieder rein. Nehmen unseren Lappen hier wieder raus und drehen den neuen Tankdeckel einfach wieder rein. Ja, das war's schon. Tankdeckel ist drin. Ja, ein Punkt weniger auf der Liste, die uns die HU verweigern könnten. Habe ich selbst nicht gewusst. Ist mal interessant zu wissen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Aktiviert das Glöckchen, damit ihr auch benachrichtigt werdet. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt mir die gerne in den Kommentaren. Ich werde die auf jeden Fall beantworten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao!